Cornelia? Cornelia? Alles in Ordnung? Ja. Es ist nur schon gestern. Ich vertrage dieses japanische Essen einfach nicht mehr. Tut mir leid. Ich muss los. Unser neuer Chef wacht mit Argusaugen über alles, was ich in der Firma tut. Also wegen der Polen arrangiert. Ja, weil man das kann. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Du machst dir Sorgen um Lina, stimmt's? Wieso? Na, sag doch. Nein. Du kannst es mir doch sagen. Ja, aber was soll ich denn sagen? Also, wenn sie gehen will, soll sie gehen. Cornelia, nein, das wird sie nicht. Sie wird nicht gehen. Na, siehst du? Was? Na, du machst dir ja doch Sorgen. Also, das ist doch jetzt albern. Ich mache mir natürlich ein bisschen Sorgen. Was soll denn das jetzt? Ach, mein Gott, ich bin eifersüchtig, ja. Auch wenn ich vielleicht keinen Grund mehr dazu habe, aber ich werde mit dieser Frau mit Sicherheit nichts teilen. Weder meine Firmenanteile, noch meine Familie und bestimmt nicht meinen Mann. Das sollst du doch auch gar nicht. Ich werde diese Japaner verklagen. Alle. Wie sehe ich aus? Sexy. Ist das nun gut oder schlecht? Also ich denke, für das, was du vorhast, eher gut. Und der Ausschnitt? Ist alles in Ordnung? Wie findest du die Schuhe? Frau Stangl, ich... Entschuldigung. Der Brief an die Innung ist raus. Und Herr Huber vom Lamm hat die Tischreservierung zum Mittagessen für Sie und Herrn Adam bestätigt. Ah, danke. Suchen Sie mir bitte den Arbeitsvertrag von Frau Czerny, den Gesellschaftervertrag und alle Nachträge dazu heraus. Aber die sind im Moment bei Ihrem Vater. Ja, dann machen Sie mir Kopien davon, so schnell wie möglich, bitte. Gut. Oh Gott, war das geil. Wieso? Er hätte ja wegschauen können. Dr. Straubinger, ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe ja selbst versucht, eine Antwort zu finden, aber diese Klauseln und Paragraphen. Fragen Sie. Kann ich meine persönlichen Firmenanteile zwischen Lena Czerny und Florian Unger aufteilen? Nein. Sie selbst haben damals diese Klausel mit meinem Vater eingefügt. Ich nehme an, aus Sorge, jemand aus Ihrer Familie könnte Anteile veräußern. Hedda, nehmen Sie Platz. Aus diesem Grund bedarf die Übertragung von Anteilen an Gesellschafter außerhalb der Familie einer Zweidrittelmehrheit. Die man sie bei der letzten Gesellschafterversammlung verweigert hat. Auf sehr deutliche Art, wenn ich das erwähnen darf. Gibt es ein Schlupfloch? Mein Vater war ein sehr gewissenhafter Anwalt. Also kein Schlupfloch? Das würde ich so nicht sagen. Bei Herrn Unger sehe ich wenig Möglichkeiten. Aber bei Frau Czerny ließe sich durch eine Adoption ihrerseits die Klausel umgehen. Eine Adoption? Ja. Herrn Unger wurden ja bereits weitgehende Vollmachten und etwaige Gewinnbeteiligungen zuerkannt. Ich gehe davon aus, dass bei ihm die Frage der Anteile, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielt. Eine Adoption? Rosa Kolb gab ihren damaligen Mann als Vater an. Die Vaterschaft wurde nie in Frage gestellt, aber das lässt sich ändern. So, ohne weiteres? Das kommt auf die beteiligten Personen an. Wenn die Mutter die leibliche Vaterschaft bestätigt und Lena Czerny mit einer Adoption einverstanden ist, sehe ich keine großen Probleme. Ich könnte mit Frau Czerny sprechen, wenn Sie wollen, ihr die rechtliche Situation darlegen. Nein, nein. Danke. Darüber muss ich mir selbst erstmal klar werden. Wie Sie meinen? Herr Dr. Straubinger, niemand außer uns beiden weiß etwas von diesen Überlegungen, hm? Selbstverständlich. Scusi? Ennio Boretti. Lena Czerny. Czerny, sì. Grazie.
Enyo, hier ist Lena. Sag mal, dein Angebot, bei dir zu arbeiten, steht das eigentlich noch? Sushi? Ja, da kann einem aber auch schlecht werden. Ja, ich weiß, dass es momentan in ist, aber Frau Schirmer macht auch keinen Sushi und mir schmeckt es trotzdem. Nein, deswegen nicht. Ich brauche dich. Ich vermisse dich. Ich weiß nicht mehr weiter, Waltraud. Nee, seit sich Wilhelm aus der Firma zurückgezogen hat, da ist hier alles... Es ist alles irgendwie anders. Jetzt komm mir nicht mit deiner Theorie vom Ersatzpapi. Das ist nicht das Problem. Nein, ach, ich streite mich die ganze Zeit mit Roland um Frau Stangl, was nicht das Problem wäre, wenn du da wärst. Aber nein, das war der letzte Versuch. Und Cornelia hat es. Sie spürt's. Ja, und meine Zweifel. Ich weiß nicht, was es ist, Waltraud. In der einen Minute liebe ich sie von ganzem Herzen und in der nächsten fühle ich mich so weit weg von ihr, dass ich nicht weiß, ob das alles richtig war. Und dann kommen die Schuldgefühle und dann geht's wieder von vorne los. Nein, es ist nicht Lena. Das bin ich, Waltraud, ich ganz allein. Am liebsten würde ich mich irgendwo verkriechen. Ja, ganz weit weg, egal wo. Alaska, Neuseeland oder vielleicht Frankfurt? Aber es geht leider nicht, denn jetzt ist wieder Showtime. Bitte sehr. Guten Tag, die Damen. Guten Tag. Das ist die Näherei. Hier geben wir unseren Stoffen den letzten Schliff. Und das ist Frau Seiler, hallo, die Leiterin dieser Abteilung. Nathalie. Erik Adam. Nathalie Seiler. Sehen Sie, Frau Seiler war so freundlich, uns ein paar Stoffe hier auszulegen. Mhm. Ich glaube, die eignen sich vorzüglich für das, was Sie vorhaben. Ja, sehr schön. Damit lassen sich doch genau die Effekte auf die Bregenzer Festspiele zaubern, die ich mir für meine Kostüme gewünscht habe. Wunderbar, wunderbar. Dann schlage ich vor, wir werfen noch einen kurzen Blick in die Fertigung und dann würde ich Sie gerne zum Mittagessen einladen. Ja, vielen Dank, ich würde mich freuen. Danke. Ich freue mich auf heute Abend. Wir können auch nicht an alles denken. Du bist doch der Chef hier. Aber nicht euer Kindermädchen. Man überprüft doch die Schussdichte, bevor man die Maschine laufen lässt. Was hat immer der Paul gemacht? Der ist aber nicht mehr hier. Kapiert das endlich mal. Ich kann mir jetzt wieder für den Bregenz-Auftrag die Nacht um die Ohren hauen. Was ist denn hier los, Herr Lederach? Hä? Der ist im Moment nicht so gut drauf. Liebeskummer. Aber wir haben alles im Griff. Bis auf die letzte Lage Stoff für Bregenz. Ja, dann bringen Sie das in Ordnung, aber schnell, ja? Entschuldigen Sie. Was ich Ihnen noch zeigen möchte, wäre dann in der nächsten Halle, und zwar... zu Teilhaber machen wollte? Natürlich nicht. Ich habe es auch weder erwartet noch insgeheim erhofft. Ich wollte einfach nur als das akzeptiert werden, was ich nun mal bin. Die Tochter von Wilhelm Althofer. Ich meine, die spinnen doch alle. Wir beide, du und ich, wir haben diese Firma gerettet. Nicht die da drüben in ihrer Villa mit ihrem tollen Stammbaum. Lena. Fass mich nicht an, ich mag das nicht. Ich wollte dir doch nur mal kurz in den Arm nehmen. Nimm deine Frau in den Arm, nicht mich. Entschuldige, es tut mir leid. Florian! Ja? Boretti. Verstehe. Du musst jetzt natürlich weiterarbeiten. Klar.
Perfekt. Obwohl aus dem Abnehmen nichts geworden ist. Entschuldige. Rosa? Ja? Ich möchte Lena adoptieren. Es ist der einzige Weg, sie zur Teilhaberin zu machen. Wenn das der einzige Grund ist, dann... Das ist denn nicht, das weißt du doch. Es ist, weil ich meine Tochter lieb habe. Ich kann dir dabei nicht helfen, Wilhelm. Das muss Lena entscheiden. Ich frage sie nur, wenn du damit einverstanden bist. Ich will sie dir nicht wegnehmen. Ich möchte nur ein Teil von ihr sein. Ein Teil von euch. Du warst immer ein Teil von mir, Wilhelm. Und was Lena betrifft, frag sie. Hallo. Hallo. Was liegt an? Wir sind zwar noch nicht am rettenden Ufer, aber die finanzielle Schieflage ist vorbei. Wir könnten zum Beispiel Herrn Unger das Darlehen zurückzahlen. Eine gute Idee, Herr Kunze. Nein, das Geld investieren wir lieber. Sorgen Sie aber für eine korrekte Verzinsung der Summe, ja? Wir sollten mit der freien Liquidität unseren Maschinenpark überholen, ja? Also, bevor wir an weitere Investitionen denken, sollten wir lieber die 2,5 Millionen zurückzahlen, die wir Meyerbeer schulden. Deine Frau wird sich sicher noch ein wenig gedulden. Entschuldige, aber kannst du eigentlich auch was anderes als immer nur zu spät kommen und unqualifizierte Bemerkungen machen? Ja, kann ich. Der Regensburg-Auftrag steht. Allerdings müssen wir die Ware komplett vorproduzieren und bei uns zwischenlagern. Na toll, das frisst uns den halben Gewinn. Entschuldige, der Auftrag hat ein Volumen von 1,4 Millionen. Das ist auch der halbe Gewinn, ein geiles Geschäft. Stimmt's, Ewald? Jetzt kommst du. Also ich würde vorschlagen, die Frage der weiteren Investitionen besprechen wir, nachdem ich mit Meyerbeer über die Rückzahlungsmodalitäten verhandelt habe. Ja, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, danke, meine Herren. Bei der Gelegenheit grüßt deine Frau von mir. Sie ist in Augsburg. Gestern angekommen. Hast du es nicht gewusst? Oh ja. Ich weiß. Adoption, rechtliche Grundlage, das klingt alles sehr förmlich, sehr kalt. Aber dahinter steht ein sehr starkes Gefühl der Zuneigung und der Liebe. Vater, ich werde die Firma Althofer verlassen. Boretti hat mir ein Angebot gemacht. Und ich hab's angenommen. $2,5 Millionen plus der marktüblichen Zinsen. Ist er auch gedeckt? Also ich war gerade auch... Ja, ich weiß, dass er gedeckt ist. Mein Gott. Ja, Althofer hat aber auch gar keinen Humor. Aber was ich nicht weiß, warum so plötzlich? Ich wollte reinen Tisch machen. Mit mir oder mit meiner Tochter? Mit der Firma Meyerbeer. Wie geht's mit deinem Vater? Ja, jeden Tag etwas besser. Jeden Tag ohne Zigarren und ohne Cognac und das nennst du besser? Stimmt es, dass...
Ist Birgit hier? Nein. Also sie ist nicht hier im Haus. Ich denke, die Spielchen haben wir hinter uns. Sie ist in der Brauerei. Aber das sage ich dir gleich. Birgit lässt sich nicht kaufen. Auch nicht für 2,5 Millionen plus den marktüblichen Zinsen. Ich hatte auch nicht vor, sie zu kaufen. Sondern? Herr Meyerbeer, ich möchte Sie um die Hand Ihrer Tochter bitten. Naja, ich weiß, es ist blöd, aber... Ich verstehe. Das hättest du damals sagen sollen, als du sie einfach so weggeheiratet hast. Es ist aber trotzdem ernst gemeint. Meinen Segen hast du. Aber ihre Hand? Also da musst du Birgit schon selber fragen. Denn dein Vater und ich, wir haben uns ein Versprechen gegeben. Wir alten Säcke halten uns diesmal aus allem raus. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ihr Alto, was habt ihr doch Humor? Also komm her. Nun zier dich nicht. We got a baby. We got... Frau Stangl, könnte ich Florian sprechen, bitte? Er wollte eigentlich schon längst hier sein. Nein, Frau Althofer. Unger. Verzeihung, Frau Unger. Ihr Mann ist auf dem Weg zu Ihrem Vater. Soll ich ihm was ausrichten? Nein. Das hat Zeit bis heute Abend. Danke. Wilhelm, du wolltest mich sprechen? Ja. Wir gehen nach unten. Martin, vielen Dank. Wir sehen uns dann morgen. Lena wird die Firma Althofer verlassen. Was? Das müssen wir verhindern, Wilhelm. Lena darf nicht. Ich kann sie nicht zwingen und ich möchte es auch gar nicht. Lena trifft hier nur auf Widerstände. Möchtest du einen Cognac? Nein. Sie kann sich hier nicht entfalten. Bei ihrer Kreativität, ihrem Talent. All das hättest du ihr als ihr Chef aber geben können. Ich bin aber nicht ihr Chef, ich bin nur ihr Vater. Wenn Lena geht, dann geht die gesamte Kreativität. Die Firma steht mittlerweile gut genug da, um jemanden einzukaufen, der zusammen mit Frau Diedrichsen Lenas Weg weitergeht. Wir können sie nicht ersetzen. Niemand kann das. Niemand. Wilhelm. Lena steht kurz davor, ihre Kollektion fertigzustellen. Die brauchen wir für die neue Saison. Wenn sie jetzt geht... Roland wird sich darum kümmern. Und ich bin ganz sicher, dass Sie und Roland eine gütliche Einigung finden werden. Tut mir leid, aber so schnell gebe ich nicht auf. Aufgeben hat das nichts zu tun. Du weißt sehr gut, ich habe alles getan, um... Lena zu einem Teil unserer Familie wird. Niemand wollte das. Und jetzt will sie nicht mehr. Ich verstehe das. Und ich akzeptiere das. Und ich verlange von dir, dass du die Entscheidung meiner Tochter auch akzeptierst. Jan? Kannst du dir das mal anschauen? Ich glaube, da stimmt was mit der Schussdichte nicht. Ja, klar. Ich kümmere mich drum, wie immer. Jan! Du bist mir noch eine Frage schuldig. Ich finde es schön, wenn wir Freunde bleiben können.
Nina, ich muss Sie sprechen. Sofort. Sag mal, hast du sie noch alle? Was ist das jetzt? Machen Sie Ihre Arbeit! Komm! Boretti bietet mir genau dieselben Möglichkeiten. Blödsinn! Tausendmal besser gefallen der Konfektion und nicht mit Stoffen! Boretti ist das Silbertablett, der rote Teppich, aber das bist doch nicht du! Weil du so genau weißt, was, wer oder wie ich bin. Was ist mit den Leuten hier? Ihre Arbeitsplätze hängen an deiner Kreativität. Bleib wegen Natalie oder Frau Schirmer, Frau Stangl, Felix. Und was ist mit Jan? Oder lässt du den auch einfach so fallen? Denk von mir aus, was du willst. Lena. Lena, du hast so hart für alles gearbeitet. Wirf das jetzt nicht einfach weg, bitte, Lena. Ihr kommt immer nur angerannt und wollt irgendwas. Und was ist mit mir? Mit meinen Gefühlen? Wie es mir wirklich geht, interessiert doch keine Sau! Nenn mir einen einzigen Grund, warum ich hier bleiben sollte. Einen einzigen beschissenen Grund! Ich liebe dich, Herrgott, nochmal! Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt! Verdammt. Dann geh doch. Geh doch! Geh! Hör auf! Ich war gerade bei deinem Vater und habe deine Hand angehalten. Tja, er kann sie dir wohl nicht geben. Das hat er mir auch gesagt. Ja. Er kennt halt seine Tochter. Ich hätte dich nicht so einfach nach Amerika gehen lassen dürfen. Ich hätte dir erklären müssen, warum ich hier bleibe, warum das so wichtig für mich ist. Ja, und? Roland, ich habe nicht ewig Zeit, meinen Flieger geht morgen. Mann, Birgit, bitte bleib. Ach, aber das gibt's doch nicht. Du glaubst wirklich, es ist so einfach, ja? Du steckst mir den Ring an und alles ist wie vorher. Okay. Ich habe dir die ganze Zeit was vorgemacht. Ich bin nicht der harte Geschäftsmann, wahrscheinlich nicht mal ein richtig guter. Aber ich könnte es werden. Wenn ich hier bleibe. Birgit, ich will dich nicht verlieren. Aber wenn ich mit dir nach Amerika gehe, dann verliere ich mich selber. Meine Würde. Und das würden wir beide nicht ertragen auf Dauer. Glaub mir. Willst du meine Frau werden?
verdammter Scheißtag! Wenn's Leo ist, sag ihm, ich bin nicht da. Ja, hallo, hallo. Paul? Jan? Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, nein. Ich sitze jetzt sicherlich am Strand und... Schaut aufs Meer. Mit einer Flasche Rotwein. Ja, so ähnlich, ja. Paul, ich brauche mal deinen Rat. Was gibt's denn? Ich bin doch jetzt Betriebsleiter. Ja. Nee. Du? Ja. Und deine Schwimmkarriere? Hab ich geschmissen. Paul, ich war doch immer beliebt bei den Kollegen, oder? Ja. Ich weiß nicht. Ich bin für die nur noch der Arsch. Ich kapier das nicht. Also seien wir mal ehrlich. Ich konnte ja keiner so richtig ab. Außer mir natürlich. Aber bei dir hat das irgendwie funktioniert. Mich lassen sie nur noch auflaufen. Ja, vielleicht bist du ja zu nett. Die Kollegen müssen dich respektieren. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie sich auf dich verlassen können. Und das geht nur, wenn du manchmal zeigst, wo der Hammer hängt. Ja, aber nicht so oft. Das ist auch wieder nicht gut. Ja, aber ich bin doch Betriebsleiter und kein Psychologe. Psychologie gehört zum Geschäft, Jan. Guck dir doch den Unger an. Der beherrscht das aus dem FF. Der ist auch nicht so gut drauf im Moment. Ach, was soll's. Grüß mir Emma. Und das Meer. Und die Sonne. Jeden, der dir da so über den Weg läuft. Ich würde so gern mit euch tauschen. Also, mach's gut. Ciao. Und was hat er gesagt? Er würde gern mit uns tauschen. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Na, Silvi, wie geht's dir so leckig? Oh. Haben wir doch ausgemacht. Wo spät ist es? Spät. Wo ist Felix? Oh. In Hamburg. Ja, wahrscheinlich. Ist irgendwas? Lena, ich habe mich verliebt. Ja, dieser süße Kostümbildner aus Paris, den die von Dietrichsen angeschleppt hat. Ich glaube, mich hat's voll erwischt. Hui. Was ist mit Felix? Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß schon selber nicht, was ich machen soll. Ich werde weggehen. Nach Italien. Wie, wann? Morgen. Also ich meine, eigentlich wollte ich erst in ein paar Wochen fahren, aber... Aber ich denke, ich werde morgen gehen. Thank you.
Kriege ich denn noch einen Kaffee? Weißt du, wie spät es ist? Also früher, wenn wir ausgegangen sind, dann sind wir immer bis morgens unterwegs gewesen. Ja, weil wir weiß Gott wohin fahren mussten, damit uns auch ja niemand erkennt. Jetzt will ich, dass uns jeder sieht. Und kräftig über uns tratscht. Dem Ehepaar am Nebentisch sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Er ist im Augsburger Stadtrat und sie hat mit Sylvia Wohltätigkeitsveranstaltungen organisiert. Tratschen ist deren Lebensinhalt. Also ein Kaffee noch, aber dann. Du hast noch einen sehr weiten Weg nach Hause. Den könnte ich mir ersparen, wenn ich hier wohnen würde. Wenn du einem alten Mann, der verliebt ist wie ein Teenager, Asyl gewährst. Du willst hier? Sieh dich doch mal um. So groß wie mein Haus ist bei euch die Küche. Kommt es darauf an? Sieh mal, Lena ist in Italien. Und die wird dich nicht mehr so oft besuchen wie jetzt. Und alleine sein, das ist in einem großen Haus genauso entmutigend wie in einem kleinen. Wir beide? Du kannst mich auch jederzeit rausschmeißen. Ich würde mich auch nicht wehren. Na, dann komm mal mit. Ich zeig dir, wo man Kaffee macht. Ich. Cornelia. Was ist? Ich muss jetzt los. Ich würde gerne noch was mit dir besprechen. Hast du noch ein bisschen Zeit? Cornelia, bitte. Können wir den auch heute Abend machen? Florian. Gibt es irgendetwas, was ich wissen sollte? Vertrautes Bild. Ich stehe am Herd und der Mann kommt morgens verschwiemelt nach Hause. Jetzt übertreib mal nicht, Hedda. Kaffee? Oder lieber zwei Eier im Glas? Oh. Birgit, freut mich, dich zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Birgit wird bei uns einziehen. Das trifft sich gut. Ich werde nämlich ausziehen. Wohin? Nach München. Ramersdorf. Zu dieser Näherin? Ja, zu Rosa. Also, was du im Moment so treibst, ist unglaublich. Freu dich doch. Dann habt ihr mehr Platz für euch. Wie großzügig von dir. Ich geh packen. Ich habe mir überlegt, ich fahr schon heute. Moment, Lena, ich dachte, wir beide.
Glaubst du, die anderen würden zulassen, dass du Cornelia verlässt, um mit mir zusammen zu sein und hier fröhlich mit mir weiterzuarbeiten? Dann komme ich mit dir. Lele, ich brauch dich doch. Wie lange diesmal, Florian? Bis Cornelia dich anlächelt? Bis deine Zweifel, ob ich die Richtige bin, wieder groß genug sind? Das mit gestern Nacht, das musste wohl noch irgendwie sein. Wenn ich hierbleiben würde, wäre es ja nicht passiert. Und so wussten wir beide, dass es das letzte Mal sein wird. Nein, das wusste ich nicht. Doch, vor allem du. Und was soll jetzt werden? Ich gehe nach Italien. Und du wirst mit Cornelia glücklich. Ihr macht ein paar Kinder, ihr zieht in die Villa. Ich will ein neues Leben anfangen. Und zwar ohne dich. Niemand darf je erfahren, was gestern noch passiert ist. Vor allem Wilhelm nicht. Versprichst du mir das? Was jetzt? Ich werde vergessen, was war. Gut. Na, wie war die Nacht? Oh, so gut. Keine Angst mehr von wegen Altersunterschied? Er sagt, in Frankreich gibt es ganz viele Frauen, die mit jüngeren Männern verheiratet sind. Auf nach Frankreich. Nimmst du mich mit? Na klar. Was macht er denn da so lange? Er hat doch gleich einen wichtigen Termin. Natalie, ich warte immer noch auf deinen Anruf. Was ist denn los? Du siehst traurig aus. Meine beste Freundin verlässt Augsburg. Und damit auch dich? Ja, sie geht nach Italien. Ich tröste dich, okay? Vielleicht hat sie einen Stoff für seine Kostüme auf dem Arm. Hat sie nicht. Ach, das kannst du doch aus dieser Entfernung gar nicht sehen. Entschuldigung, kann ich... Der Herr Unger telefoniert. Nein, ich möchte auch mit Herrn Althofer sprechen. Ah, bitte. Also jetzt telefoniert er schon wieder stundenlang mit seiner Waltraud. Um 8? Sagen wir um 10. Okay? Okay. Ich freue mich. Wann seht ihr euch wieder? Heute Abend um 7. Na, dann ist doch alles in Ordnung. Warum machst du dir dann Gedanken? Ich mache mir keine Gedanken. Ich bin eifersüchtig. Mein Vater hat bereits angedeutet, dass ein höheres Gehalt oder ähnliche Angebote sie nicht halten können. Richtig. Gut. Dann müssen wir uns nur noch einig werden, was die Kollektion betrifft. Die Kollektion gehört mir. Ich habe sie entworfen. Naja, so einfach ist das nicht, Frau Czerny. Doch, so einfach ist das, Roland. Die Stoffe werden unter dem Label Althofer vertrieben. Sie wurden in unseren Räumen entwickelt und wir haben Equipment und Know-how zur Verfügung gestellt. Welches Know-how? Mitarbeiter, Computer, Stoffe. Die Kollektion ist viel mehr wert. Wir sehen das Geld als eine Art Anerkennung für Ihre gute Arbeit. Die Stoffe gehören uns sowieso. Du tust mir leid, Roland. Ich wollte dir nie was wegnehmen. Niemandem von euch. Was ist jetzt, ja oder nein? Nein! Und weißt du auch warum? Weil da, wo das herkommt, meine Ideen, da ist noch viel mehr. Und wenn ich jetzt damit anfange, mich unter Wert zu verkaufen, vergiss es. Sie
essen ja in der letzten Zeit überhaupt nichts mehr. Danke, Schaumchen, ich habe auch wirklich keinen Hunger. Nimm mal eine Tasse Kaffee. Und einfach noch mal ein bisschen für mich sein und nachdenken. Und ich glaube, um die Zeit ist die Kantine dafür der allerschönste Ort. Essen kann trösten. Schaumchen, was würde ich noch ohne Sie machen? Verhungern. Vielleicht. Ist es, weil uns die Frau Czerny verlässt? Gibt es eigentlich irgendwas, was man vor Ihnen verbergen kann? Mein Mann, Gott hab ihn selig, hat es manchmal versucht, aber geschafft hat es nie. Das glaube ich sofort. Wollen Sie die Lena wirklich gehen lassen? Ich kann sie ja nicht zwingen zu bleiben. Und auch nicht überreden. Ich fürchte, dazu ist es zu spät. Schauen Sie, Herr Unger, Sie haben die Firma gerettet, weil Sie dran geglaubt haben. Vielleicht glauben Sie ja, was die Frau Czerny betrifft, nicht wirklich dran. Althofer. Nett, dass Sie Zeit für mich finden. Entschuldigung, ich bin nur zur Aushilfe hier. Herr Danner ist doch im Krankenhaus. Lena, wenn du jetzt gehst, dann hat das hier alles keinen Sinn mehr. Dann hat gar nichts mehr Sinn. Florian. Ich werde es Cornelia sagen, ob du nun bleibst oder nicht. Du hast mir was versprochen. Aber ich liebe dich nochmal. Florian? Was ist denn los? Lena, sie will die Firma verlassen. Verstehe. Und zu diesem Anlass habt ihr gestern Abend noch eine kleine Abschiedsfeier gehabt. Ich habe dann einen Anzug in die Reinigung gebracht. Sie sollten ein anderes Parfum verwenden, Frau Czerny. Femme Fatale oder Egoist würde besser zu Ihnen passen. Und ich werde mir jetzt Poison kaufen. Oder würdest du Obsession besser finden? Cornelia. Thank you.